wir sind in dem Pamir gefahren. In Tadschikistan gibt es die autonome Region Badakhshan, heißt es. Und das ist halt Pamir. Also ich weiß nicht, ob es dir was sagt. Ausläufer vom Himalaya, sauhohe Berge, also es geht bis 7800, glaube ich, hoch. Und du brauchst einen speziellen Permit da, und schon den zu kriegen ist ein absoluter Film. Du musst irgendwie diese ganzen Formulare erst auf Russisch, dann auf Tadschikisch und was weiß ich ausfüllen. Und letztendlich haben wir es hingekriegt und sind da hochgefahren, und du musst über 3 Militärsperren. Und also die ersten beiden haben wir ganz okay hingekriegt. Das ist ein bisschen scary. Die Straße führt die ganze Zeit an der afghanischen Grenze lang. Also wirklich Fluss, und dann kommt Afghanistan. Das ist auch schon so eine, also ein bisschen interessant, so, sich das zu überlegen. Auf jeden Fall, die ersten zwei, da standen dann die Leute mit dem Schlagbaum und Kalaschnikows und was weiß ich. Und wir dachten, okay, jetzt haben wir das überlebt. Kam die dritte. Und dann wollte der Typ, der uns da angehalten hat vor dem Schlagbaum, wollte unsere Pässe haben, ist dann mit unseren Pässen in dieses kleine Häuschen da gegangen, hat irgendwie die Pässe angeschaut, ist dann wieder zurückgekommen, hat irgendwas mit dem Fahrer beredet, und ich habe es nicht so gut verstanden. Also ich habe Tadschikisch ein bisschen gelernt, aber nicht wirklich. Und der Fahrer hat ihm dann letztendlich gesagt, okay, ich spreche ein bisschen Tadschikisch, und dann habe ich mich ganz kurz irgendwie so, keine Ahnung, hast du eine Familie und was weiß ich, habe ich mich mit dem Soldaten unterhalten, und der sah wirklich schon ziemlich scary aus, mit Kalaschnikow und was weiß ich. Und dann ist der wieder in seinem Häuschen verschwunden, und wir dachten so, ah ja, bitte, 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 jetzt bring unsere Pässe mit oder lass nichts passieren. Und dann kam der wieder mit so einer Hand hinter Brücken und hat uns erst unsere Pässe zurückgegeben. Und dann hat er so eine riesige Honigmelone in der Hand, hat die uns durch das Fenster ins Auto gereicht, hat gesagt, Welcome to Tadschikistan.